Also seit vielen Jahren begegnen uns Coming-of-Age-Geschichten. Also das ist ganz auffallend. Ich würde mal grob schätzen, dass dieses Jahr mindestens wieder 10 dabei waren. Das ist schon eine Tendenz, wo man sich fragt, woher die kommt. Also so eine Absicherung vielleicht, eine Rückbesinnung, dass man sich nicht traut, groß zu erfinden. Und dieses auf eine jüngere Person sich einstellen, heißt ja auch immer die Ansprüche an sich selbst reduzieren. Also ich finde, dass dieses Genre meistens den Leser geistig unterfordert. Es gelingt nur sehr selten. Wolfgang Herrndorf war praktisch derjenige Chick und seither machen das eben ganz viele so und versuchen das nachzubilden. Aber es gelingt nur relativ selten. Mark Twain war natürlich, Huckleberry Finn ist im Prinzip der Urtext dafür und Salinger. Dann gibt es insgesamt auch doch sehr viele autobiografische Texte und biografische Texte, die ich in einem ähnlichen Selbstvergewisserungszusammenhang sehe wie bei den Coming-of-Age-Geschichten, also der Versuch in der eigenen Biografie so eine Art von Rückversicherung zu finden im Verhältnis zu den Weltläuften. Und wenn es Gesellschaftsromane gibt, die es natürlich auch gibt, sind sie, würde ich sagen, doch eher vorsichtig. Also sie sind sehr abwägend konstruiert. Also wir haben Romane, in denen die Theodizee eine Rolle spielt. Es gibt oft also Abstürze. Also ich finde schon, die deutschen Autoren, zumindest in diesem Jahrgang, schreiben sehr auf Vorsicht und was nicht erstaunlich ist. Es gibt natürlich immer lange Vorläufe, aber gerade heute suchen wir natürlich nach einem politischen Sachbuch, also nach Bearbeitung dessen, was auf der Rechten passiert. Das ist momentan natürlich höchst interessant, auch im Wahljahr. Und da gibt es zum Glück wirklich auch gar nicht so viel, wie man denkt, aber doch auch gute Bücher über dieses Thema. Und insgesamt, das ist aber auf dem deutschen Markt schon lange so, ist das gut erzählte historische Sachbuch eigentlich die Domäne des deutschen Sachbuchs. Und das wird immer besser. Erstaunlich, dass die Geschichtswissenschaftler also mittlerweile eine Art zu erzählen haben, wie sie die Romanciers kaum hinbekommen, ohne deshalb naiv zu sein. Also mit großer Distanz zum Gegenstand und Sachkenntnis, auch Verfremdungseffekten, gibt es wirklich gut erzählte historische Sachbücher. Sie versenken sich wirklich beim Lesen, bei jeder Art von Belletristik. Und beim Sachbuch bleibt das Lesen sehr viel äußerlicher. Sie nehmen Informationen mit, Sie können auch aus einem schlechten Sachbuch Informationen für sich mitnehmen, was bei der Belletristik eigentlich nicht geht. Außerdem finde ich es interessant, in verschiedener Weise mit Erzählen konfrontiert zu sein. Ein Sachbuch erzählt auf eine andere Weise und inwiefern passen die Kriterien, die ich an der Belletristik ausgebildet habe, auf das Sachbuch. Also ein sehr gutes Sachbuch bedeutet, dass der Autor oder die Autorin einen Gegenstand neu erschlossen hat, also wirklich die Sachkenntnis des Gegenstands und dann aber eine Freude hat an der Übermittlung des Gegenstands. Das ist der Unterschied zur Wissenschaft, da müssen Sie ja nur darlegen, dass Sie das selbst besonders gut wissen und der Fachkreis muss es verstehen, während beim Sachbuch es wirklich so gedacht ist, dass ein durchschnittlich gebildeter Leser, der sich für das Thema interessiert, es wirklich auch verstehen sollte und wahrscheinlich am besten auch noch Freude bei der Lektüre haben sollte.